Das muss die andere Tnakt sein. Hey, Betar schickt mich. Bei den Zehen, der Sack hat es geschafft. Ich dachte, wir wären beide tot. Weg mit diesen Maschinen. Okay, pass auf, wir machen es anders. Das ist Säure, oder? Ist das Säure? Ich muss kurz gucken, ob mein Outfit säureresistent ist. Nö, ist es nicht, aber wir können was dafür tun. Aua! Die hauen echt gut drauf, muss ich sagen. Wir brauchen... Jetzt ist es eine wütende, brennende Maschine. Schon viele Panzer, das Mistvieh. Meine Ausdauer ist zu niedrig. Ich wollte den da gerade kritischer Schlag und so. Aua!
sollte der kritische Schlag werden, Junge. Der Schmerz lässt nach. Ja, gib dir gleich, der Schmerz lässt nach. So, jetzt reicht's mir gleich, mein Freund. Jetzt reicht es mir gleich. Betäubt mich zwar, aber es verletzt mich nicht. Oh, never mind. Komm her, ja. Na, Gott sei Dank. Noch mehr Maschinen. Noch mehr? Lohn, wie sollen wir denn damit fertig werden? Wo sind denn noch mehr Maschinen? Oh, ein Krallenschreiter. Ich mach das keine. Los, komm runter hier. Angriff! Keine Zeit zu zögern! Du Stora Dummkopf! Hast mich nicht enttäuscht! Ja, toll! Dieser scheiß Rückstoß! Aber jetzt hast du es langsam? Ich auch nicht. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah, großartig. Ich bräuchte langsam mal wieder einen Unterschlupf und ein bisschen Loot. Alter, ich habe heute so viel auf die Fresse gekriegt und auch auf die Fresse gegeben. Aber ich Dein liebe Rucksack es. Ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Boah, ich liebe alles daran gerade. Danke. Wärst du nicht da gewesen, wäre ich jetzt Maschinenschrot. Alles, was ich tat, war deinem Freund dir ja nur etwas mehr Zeit zu verschaffen. Du erzählst was. Ich bin an der Straße kaum am Leben geblieben. Das glaube ich gern. Ich hoffe, ein paar der Waren sind noch in Ordnung. Ich auch. Nahrung ist immer knapp. Die Soldaten am Hain brauchen Rationen. Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen, um mehr zu holen. Ich helfe ihr wieder auf die Beine und dann ziehen wir, was übrig ist, aus dem Dreck. Mir knurrt schon der Magen. Danke, Fremde. Wir werden dir das nicht vergessen. Bleibt gesund. Ihr beiden. Oh, ich liebe es. Eine Gaudi. Ein Vorrat für die Jagd. Ah, nice. Ich liebe es. Liebe es.
Weil man denkt, boah, eine süße kleine Nebenquest und die kleine Quest entpuppt sich als... Also schwer war sie jetzt nicht, aber anspruchsvoll. Naja, wir kommen langsam... Oh, da ist ein Unterschlupf. Das finde ich gut. Da muss ich jetzt hin. Mal ganz kurz... Gucken, was ich mit meinen Waffen machen kann. Ganz kurz schauen... Dass ich meine Reserven aufrüste. Da ist alles verdorben. War das? War ein Häschen. Da hinten liegt eine tote Gans. Ich weiß diesmal nicht. Ich schwöre. Ja, Weltherrschaft ist das. Also ich hab das mit der Weltherrschaft erfunden. Da ist schon wieder eine Nebenquest. Ah, ich wollte doch nur ganz kurz Ruhe. Einfach nur Ruhe. Bisschen die Landschaft genießen. Du da! Hier drüben. Ja, sofort. Zwei Dinge. Waffen-Upgrades. Ein spaltender Scharfschussbogen. Brüllrückenbeutelgewebe, ich weine. Gut. Brauchte ich das für das hier? Ich hoffe, dass ich es dafür brauchte, sonst weine ich. B-Mock-Kraft leider. Okay. Upgrades, das finde ich gut. Ich will eigentlich wieder einen Nahkampf haben. Auf das hier gehen würde, dann wäre es nicht mehr so schlimm. Gut, also die mag einfach nur kein Gift und kein Gedönsens. Aber eigentlich möchte ich auch gerne gerade das hier tragen, auch wenn ich das andere voll schön finde. Für irgendwen ist das sicher eine Geheimzutat. Ich muss mal ganz kurz gucken. So langsam gehen meine Sachen zugrunde, ne? Was fehlt mir so langsam? Fleisch zum Beispiel. Was ist das? Bestierippe. Na gut, die brauche ich gerade nicht so dringend, glaube ich. Kann ich kurz schnell speichern? Ich kenne dich, Streiterin. Bitte, sprich mit mir. Zählt als Spoiler Gegnertypen? Nicht direkt eigentlich, aber brauchst du mir jetzt noch nicht erzählen. Also ich weiß, dass wir später wahrscheinlich mehrere haben werden, die gegen diese, also die dieses Lieder dabei haben, aber ich brauche auch unbedingt neue Waffen.
bist die Streiterin aus dem Osten. Ich habe von deinen Leistungen im Kampf gehört. Mein Volk schuldet dir was. Deshalb teile ich mein Wissen über das Land mit dir. Ich höre und sehe viel, das dir auf deiner Reise helfen könnte. Zum Beispiel. Wusstest du, dass es überall in den Clanlanden Orte gibt, die von den Zehen gezeichnet sind? Im Nordwesten von hier gibt es einen alten Turm. Gerüchten zufolge wurden dort Relikte gesichtet, aber vielleicht ist das erfunden. Vielleicht schaue ich mir das mal an. So gefällst du mir. Das angucken? Da bin ich doch schon gewesen. Genau, die kann ich mir gar nicht angucken. Die kann ich mir angucken. Okay. Da kommen wir eh gerade vorbei. Das wird wohl noch eine ganze Weile so gehen. So, ich bin ja gerade ausgerüstet, deswegen brauche ich ja, glaube ich, hier gerade erstmal nichts machen. Sieht halt mega schön aus hier. Seid ihr Häschen? Also mir hätte das eine Häschen schon gereicht, wenn ich ehrlich bin. Eine Ruine der alten Welt. Wohl die, von der mir der Tenakt erzählt hat. Ich sollte mal reinschauen. Vielleicht finde ich etwas. Sieht süß aus hier. Gesicherte Tür. Vorratskiste, wahrscheinlich auch eine Vorratskiste. Feuerglimmer. Meine Haut reißt durch die Kälte ein. So kalt? Spürer. Die Gegnertypen habe ich noch gar nicht gesehen, sagst du? Bin ich ja mal gespannt. Dann kommt der ja bestimmt. Also, was haben wir hier drin? Das da auf jeden Fall. Okay, das hat mir jetzt hier nicht so viel genützt. Wow. Irgendwas glimmert hier. Ja, das kann schon sein. Ich lass mir mal gerne ein bisschen Zeit hier. Gerade bereue ich es, dass ich mein... Gerade bereue ich es, dass ich mein eines Kostüm, was ich da habe, dieses Nora-Kostüm, nicht... Stoff. Nicht, umgefärbt habe, weil ich bin ja eigentlich auch Banuk-Täubling. Banuk-Täubling ist das ja du. Das war richtig Profi-like gerade. Okay, das auch. Und dann gehen wir da hoch. Da drin ist ein Relikt. Aber wie komme ich daran? Da drin ist auch ein Schlüsselmodul.
Okay. Gut, ich brauche die Kiste an mehreren Punkten hier noch. Das sehe ich jetzt schon. Ganz kurz, weil ich mich hier festgeglitscht habe. Vor allem, sie springt nach links, obwohl ich gerade ausgucke. Aber gut. Oh, das war's mit dem leichten Weg. Wie komme ich jetzt zum Vorsprung da oben? Gute Frage. Ist jetzt trotzdem zu hoch, ne? Überleg erstmal anders. Vielleicht komme ich darüber dahin. Mal gucken. Okay, der bricht nicht gleich auseinander. Das ist gut. Eine Kiste. Nein. Ist einfach noch eine Kiste. Die Überlegung, die ich habe, wäre, die Kiste hier runterfallen lasse auf die andere Kiste. Und dann sowas wie einen doppelten Turm habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Was ich in der letzten Folge gar nicht gesagt habe, ist, dass wir jetzt ein Update hatten. Er sollte eigentlich das Feuerglimmerproblem lösen. Hat er aber nicht. Ja gut, ne? Eine versperrte Tür. Braucht wohl einen Schlüssel. Hier bräuchte ich eigentlich auch eine Kiste, wenn man es genau nimmt, ne? Wie kriege ich hier nicht hin? Denke ich. Ich überlege noch. Ich überlege noch. Weiß nicht, ob das klappt, die Kiste auf die Kiste zu werfen. Sodass ich dann quasi... Geh doch mal hoch da. Was soll? Ich kann die Kiste wahrscheinlich hier runterschmeißen, aber ich glaube nicht, dass das einen Sinn erfüllt. Ich probiere einfach mal rum. Eine Kiste, die könnte helfen. Hallo. Okay, also in die Richtung geht es nicht. In die Richtung geht es auch nicht. Warum sollte ich es in die Richtung versuchen?
glaube, ich denke gar nicht so falsch. Ich mit der anderen Kiste hier hin. Mit ein bisschen Geschiebe. Eine Zauberkiste. Sie dreht sich automatisch. Habe ich die kaputt gemacht? Jetzt habe ich aber einen Denkfehler, oder? Nein. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich bin kein Profi, aber ich glaube, irgendwas ist jetzt nicht mehr richtig. Aber sie sagt nicht, dass es falsch ist, deswegen... Könnte sie sich bitte weiter bewegen in die linke Richtung? Hallo, Aloy. Was ist denn das? Wieso hängt die jetzt hier so blöde? Eine Kiste reicht nicht aus, um den Vorsprung im Turm zu erreichen. Ja, aber jetzt habe ich die schon runtergeworfen. Jetzt sind beide hier unten. Wie soll ich denn die da raufkriegen? Der Schnee knirscht unter den Stiefeln. Eine Chance habe ich noch. Eine habe ich noch. Jetzt könnten wir sie hier nochmal schieben. Wusste ich. Ich wollte sie nun gleich übereinander stapeln. Unser Kistentürmchen widersteht jeder Schwerkraft. Das wäre ja zu einfach, das haben sich die Leute auch gedacht.